Und herzlich willkommen endlich wieder mal der Hunter, ne? Wenn jetzt schon einige Leute sagen hier. Und ich habe so ein bisschen Schmerzen im Öhrchen. Das liegt daran, dass ich eine Mittelohrentzündung habe und trotzdem zocke. Jetzt natürlich die Scheiße, ich spiele mal mit Headset und nehme auf. Und da ist jetzt die Kacke, ich muss das Headset vom einen Ohr wegmachen. Jetzt zocke ich hier so das Headset so auf dem rechten Ohr. Das hängt so halb auf halb neun rum hier und naja. Und wir sind wieder bei, ihr wisst schon da, hier bei der Insel wieder. Logos Point, oder wie das Ding heißt, ja, keine Ahnung. Weil hat es mir letztens so gut gefallen wegen den netten Feldern. Das war ganz gut. Da haben wir eine schöne Jagd gehabt und ich habe jetzt, wie gesagt, nur eine halbe Stunde mache ich jetzt eine Aufnahme. Da muss ich auch mal schonen. Und das werden auch wieder nur 10 Minuten folgen, die drei Folgen dann, weil eine halbe Stunde, 10 Minuten, drei Folgen. So einfach ist die Rechnung. Das hat aus, hätte ich dann irgendwas gesehen. Weil ich sehe mal ganz viel und ich habe wieder die mitgenommen. Die natürlich erst wieder 10 Jahre nachlädt. Oh, lass dir nur Zeit. Ich hab's ja heute. Da hat mir auch schon mein Arzt hier so ein Anti-Schmerzmittel gegeben und einen Scheiß. Und jetzt muss ich mal gucken, ja, das wirkt ganz gut soweit. Aber heute früh, ey, da hatte ich irgendwas Lustiges im Internet angeguckt und da wollte ich lachen, das hat so geschmerzt am Ohr. Weil wenn du die Gesichtsmuskeln verziehst, dann bewegt sich das Ohr so ein bisschen, das hat so geschmerzt, ey. Vielleicht hört man das, ich habe die Musik ein bisschen lauter gemacht, hoffentlich ist sie nicht zu laut. Da hinten. Wie nett von dem Maultierhirsch. Wir rennen doch gleich mal hin und gucken mal nach. Ja, so schnell geht das, ey. Da kriegst du auf Arbeit. Wir haben da mal so Styropax, das musst du mal ins Ohr machen, weil es so laut ist bei uns. Und ja. Da war irgendwie wahrscheinlich Fremdkörpereinwirkung irgendwie ein bisschen dreckig gewesen und schon hast du die Kacke. Steckst dir wieder so ein Ding ins Ohr. Da ist ja gleich das Ohr vergnadelt. Muss noch hier vorne sein. Es ist doch. Ich muss noch mal. Deswegen müssen mal die Viechis, das sind überall Schmetterlinge, die herumfliegen. Die flattern ja gerne mal. Ja, flattern vor allem die. Alter, ich geh mal hier Deckung. Kann nicht sein, jetzt kann ich hier vorne stehen. Aber wir haben ja schon, ich merke ja gerne über den Huntermate. Wir haben ja schon viel Erfahrung gemacht, dass das mit dem Huntermate ja so eine Sache ist. Und hier auf der Karte, da hat zumindest nicht geregnet oder so. Das war mal ganz praktisch. Ich frage mich gerade, ich gucke gerade auf meiner Tastatur was nach. Kann ich denn den Song irgendwie in den Titel weitermachen? Ich gucke gerade was, also nicht wundern, ich bin noch da. Und ich kann nur laut und leiser stellen. Okay, nein, das ist nicht schlimm. Jetzt habe ich auf den Bildschirm geachtet. War da gerade was? Nee. Jetzt habe ich gerade auf die Tastatur gestarrt. Kriege ich mal ganz wenig mit. Nichts zu sehen. Wir können mal weiter schleichen. Vielleicht sind sie auch in den Bäumen. Die Rehe sind bestimmt sehr intelligent geworden. Durch irgendwelche radioaktive Strahlung, dann können die jetzt auf Bäume klettern. Doch auch mal geil, ne? Der Jäger sucht die ganze Zeit unten auf dem Boden nach Tieren. Das Tier sitzt oben im Baum. Und so ein Reh oder ein Elch oder ein Hirsch oder was weiß ich. Wie man sieht, sieht man echt viel. Besonders die ganzen tausend Tiere hier, das ist unglaublich hier. Das ist ja wow. Aber hier auf der Karte hat man wenigstens mal schönes Wetter, hat es nicht geregnet. Deswegen habe ich die wieder genommen. Wir hatten ja ziemlich genug Regen in den letzten Folgen und ich hatte ja gestern
Habe ich geguckt in meinen Ordner, wollte ich Call of Duty hochladen. Da denke ich, also ich denke, ich habe keine Folge mehr. Jetzt habe ich gerade die Aufnahme gestartet und gucke rechts auf meinen Bildschirm. Und da denke ich, ja, da hast du ja noch eine Folge, die ist nur noch nicht fertig. Also werde ich die dann nachher noch fertigstellen und dann hochladen. Überhaupt das Geilste, ne? Da ist die Kena. Ist wahrscheinlich schon weggerannt, als ich auf die Tastatur geguckt habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich höre jetzt auch ganz wenig, weil die Musik ein bisschen lauter ist. Muss man das Headset, das nervt, dass das jetzt so schräg quer über mein Ohr hängt und über den Kopf und so. Ich muss ja nachher noch. Nee, ich muss ja nicht. Doch. Oder? Nein, ich weiß nicht. Ich bin jetzt auch, glaube ich, bin jetzt erstmal bis Montag krank geschrieben und. Ja, naja. Ich werde es überleben. Da kann ich dann bestimmt auch wieder mal, wenn es mir dann besser geht, naja, mir geht es eigentlich nicht schlecht. Ist ja nur, dass mein Ohr nicht so wirklich mitmacht. Und ja, da hoffe ich doch, dass ich dann wieder mal ein paar ordentliche Aufnahmen machen kann. Boah! Alter! falls ihr euch jetzt gewundert habt, ne, ich. Alter! Also in Wirklichkeit, ich sag jetzt mal so, wie ich vom Rechner sitze, hab ich gerade so gemacht. So, boah! Alter, was war denn da hinter mir? Ist gerade die Katze. Ich habe hier hinter mir so ein katzenbaumartiges Ding rumstehen. Und da ist die Katze gerade hochgesprungen und hat mich voll mit ihrem Schwanz gegen den Rücken erwischt. Alter! Echt, und man kriegt so einen Herzinfarkt, ey. Wenn ich sterbe, dann auf jeden Fall durch die Katzen. Jetzt gehen wir auch genau den gleichen Weg wie damals. Also wie bei der letzten Aufnahme. Es ist 12:14 Uhr. Ja, ich kann ja hier auf den Hand damit auf die Zeit nicht gucken, weil das ist ja nicht Realtime. Siehst du jetzt schon wieder. Jedenfalls ist es auf den Feldern unterwegs. Guck ich mal auf zu rennen, ich latsche mal ganz einfach. Na gut, ja, eigentlich ist das eh noch übelst weit weg, aber die Tiere haben ja ein Gehör wie so ein, wie ich weiß hier, wie so ein hyperüberentwickeltes. Die laufen schon bei 3000 Metern Entfernung los, sehen die dich und sagen: Oh, scheiße, ich muss weg. Ich glaube, die Tiere haben gar keine Angst. Sie haben bestimmt irgendwelche wichtigen Termine und sehen auf die Uhr und dann, oh Scheiße, ich muss los, Alter. Dann rennen die vor dir weg und du denkst, oh Scheiße, die rennen vor mir weg. Ja. Da ist eine Maus. Seht ihr sie da? Ja, jetzt ist sie im Gras verschwunden. Ist auch die Folge, wo die eine Maus erschossen haben, ne? Das war auf jeden Fall lustig. Haben auf die Fische geschossen, auf die Vögel, haben wir alles versucht abzuknallen, was geht. Vielleicht haben manche schon bei Facebook, na übrigens, ich habe ja meine Facebook-Seite, ne, Norb hat's gezockt. Da poste ich immer die neuesten Nachrichten, also ich muss halt so ein bisschen Werbung machen für meinen Facebook-Kanal, weil ich ja nicht weiß, ob bei YouTube jeder die Feed sehen kann, bei jeder stellt das ja anders ein. Und da schreibe ich immer so ganz wichtige Sachen rein oder immer so mal so Infotexte zu Let's Plays oder so. Und da will ich halt so ein bisschen mehr Werbung auf Facebook machen. Darum sage ich mal unten unterm Video, da ist immer so eine nette Beschreibung, so ein Kästchen, da steht auch immer so mein PlayStation-Account und Xbox-Account-Name drinne und da mache ich auch mal die Homepage, wo ihr euch immer über alles informieren könnt und so weiter. Ich gucke gerade wegen Tiere. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich völlig aus dem Takt gekommen, weil ich gerade wegen Tiere gucke. Doch, der Hand damit. Ist doof. Doch hat eben der Hand damit angeschlagen, oder bin ich völlig blöd? Das habe ich ganz genau gehört. Ja, da ist es. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Da geht doch mal in Deckung. Oh, toll.
kommt ja einfach ein Schwein.